Boris und Karin nehmen jetzt an einem Pärchenwettbewerb hier teil. Wir müssen auf der Bühne irgendwelche Challenges machen. Also schauen wir mal, was wird. Boris! Boris! Nervös? Nee, ich will einfach nur gewinnen. Ja. Couple Number 3, Boris und Karin. Cola. Fanta. Sprite. Machen Sie nicht schlecht, machen Sie nicht schlecht. Cola. Cola. Und das nach dem Workout heute. Cola. Pepsi. Cola. Pepsi. Alright, das ist jetzt mein Kaffee, das war unser Platzkaffee. Ja, das ist das Publikum hier. Nächste Challenge startet. Und jetzt geht's ab, Alter. Die müssen die Ballons platzen. 3, 2, 1, we go. Das ganze Training zahlt sich aus. Das ist wirklich anders, was die da auf der Bühne veranstalten. Ey. Boris hüpft dagegen, Kadi. Mein Gedärme, Ich bin halt das zum Totlachen. Die waren aber jetzt 10 Sekunden schneller als das Paar vor denen. Ich hoffe, die gewinnen. Dein Poppen ist der Boris super. Ballons poppen, Mann. Ballons kaputt ploppen. Boris und Karin waren die schnellsten. Die Menge rastet aus. Ja, Jubel! Jetzt werden Boris die Augen zugebunden. Der hat ein Stift in die Hüfte an einem Faden und muss in eine Flasche den Stift rein. Also, Boris muss einlochen. Ganz einfach erklärt. Was denkt ihr, wie schließt ihr ab bei diesem Spiel? Ich glaube, hier werden wir nicht schlecht. Ich kann kein Englisch. Das wird was. Boris Augen verbunden. Karin da sitzt auf Flasche. Boris, komm nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Ja, ein bisschen nach rechts. Ist geradeaus laufen. Ganze Zeit geradeaus, geradeaus, geradeaus. Komm, rechts, rechts, rechts. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ein bisschen nach links. Ja, stopp. Und runter. Die haben's mal wieder als erstes geschafft. Das ist unglaublich. Ich sag doch, der Junge ist der Meister im Einlochen. Ich sag mal so, das ist die Konkurrenz von Boris und Karin. Die nächste Konkurrenz. Jetzt geht's los. Das epische Finale. Boris legt sich hin. Und jetzt muss Karin für ihn tanzen. Guckt euch den Jungen an. Die bekommen einen Kuss auf die Wange von allen und müssen dann erraten, ob das ihre Freundin war. Miss number one, please come here. Miss number two, please come here. Miss number three, please come here. Alright, alright, alright. Miss number one or number two or number three? One, two and three. Alright, Miss number one, once again. Miss number two, Miss number three. One or two or three, and you need to answer me right at that time. I think I need this side. Miss number one, Miss number two, Miss number three. No, for real. Oh, number one, that was correct. Give your hands for him, ladies and gentlemen. Nach 20 Küsschen hat Boris dann doch noch nicht verloren. Alright, 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 ladies and gentlemen. We'll carry on with the law. You get 1 minute and half to roll him as a mummy. Also lässt man Boris wirklich eine Minute aus den Augen. Wie konnte das denn jetzt passieren? To come here, hier bei right in front of the couple that you want to win. Stand there, stand there. Okay, irgendwie stehen alle bei Boris, als würde es was gratis geben. 30 Personen für Couple Number 3. Wir haben eine Flasche gewonnen. Champagne trinken wir nicht mal. Geil. Bring mal lieber Cola. Congratulations. Clap your hands with our couple here, ladies and gentlemen. Einfach gewonnen! Let's go!